meine Männchen, wir machen ein Cosplay. Das letzte war ja Rika von Summoner's War. Und jetzt ist es ein Cosplay, wo ich Gott sei Dank hier gar nicht so viel machen muss. Ich muss mir nicht mal eine Perücke kaufen, denn es ist Vanellope von Ralf Reichts. Ich war ja in London und nach Chaos im Netz muss ich wirklich sagen, ich kann mich auch sehr mit ihr identifizieren. Das wäre auf jeden Fall auch was für mich, was sie da so macht. Und ja, das Lustige ist, ich konnte auch Sophie überreden. Die macht, wie heißt sie? Ich kann ihren Namen nicht richtig aussprechen. Mattenfatsch. Ihren Vornamen, naja, ihr wisst schon, die Blonde, die auch einfach zu 100% aussieht wie Sophie mit diesem Helm. Genau, und ich zeige euch heute, wie ich mein Cosplay mache. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe einen Hoodie gekauft, weil es ist nur ein Hoodie. Und das ist keine Schande, wenn man den nicht selber macht. Ich muss hier tatsächlich nur die Schnüre austauschen und hier vorne dieses Dings nähen und vielleicht ein bisschen kürzen. Aber was ich auf jeden Fall machen muss, ist ein Rock. Und dafür habe ich schon diesen braunen Stoff geholt. Also bunt und dann einfach einen Faltenrock nähen. Easy. Los geht's. Der Rock steht ja so ein bisschen ab. Also man denkt, wenn man so hinguckt, das wäre ein Faltenrock. Aber ich glaube, eigentlich soll das so ein Pralinenpapier sein. Deswegen will ich auch, dass alles ein bisschen, naja, so steifer ist. Und deswegen unser Freund die Sprühstärke. Aber ihr wisst, Sprühstärke meistens nur mit so Naturfasern. Also Baumwolle, Seide ist ein bisschen schwierig, ne? Das wissen wir ja alle. Aber ja, so Leinen und so, damit funktioniert das gut. Ich kann mich noch erinnern, bei Summoner's War wollte ich das mit dieser Haube machen. Und da hat das eher so mittel funktioniert, aber ich glaube, hier würde das gut klappen. So, alle Falten sind gelegt. Das ist immer das Nervigste am Faltenrock. Jetzt bügel ich die schon mal vor, solange die Nadeln hier oben und unten noch drin sind. Und dann, genau, kann auch schon geschichtet werden, alles zusammengenäht und dann ist der Rock eigentlich auch schon fertig. Also, ja, wie gesagt, man kann das hier alles so ausrechnen mit Faltenboden und bla bla bla, das muss man halt in der Schule machen. Aber man kann das auch einfach nach Gefühl machen, so wie ich. Muss man vielleicht dann 2-3 Mal machen, geht aber immer noch schneller. Und bei meinen Mathe-Skills ist das wahrscheinlich auch besser. So, das ist jetzt die lange Rockbahn und da kommt jetzt die kurze Rockbahn drauf und jetzt ist hier unser fertiger Bund und den können wir jetzt hier einfach annähen, Reißverschluss rein und dann sind wir auch schon fertig. Achso, natürlich hier unten, ich habe gekettelt und das muss auch noch, sobald die zusammengenäht sind, schön sauber vernäht werden. Aber das war's dann. Nach einer endlosen Hosen-Odyssee, ich habe 3 verschiedene bestellt und keiner hat auch nur annähernd gepasst. Alle waren einfach blau anstatt grün. Diese Farbe ist einfach super schwer, aber es sind immer die Cosplays, wo man denkt, ah, das ist total easy und am Ende gibt es immer irgendeine Scheiße, die nie klappt. Naja, jedenfalls habe ich jetzt Stoff gekauft, jetzt muss ich eine Leggings nähen. Ich dachte, ich könnte mich drücken, kann ich aber nicht. Naja. Dieser Moment, wenn du zu faul bist, einen Leggings-Schnitt zu machen und einfach einen normalen Hosenschnitt nimmst und dann alles absteckst und dann hast du eine lustige Algenhose. Das wäre auch eine gute Schlafanzughose für Ariel gewesen in dem Film. Das hätte mir gefallen. So, bei dem Pulli hat sie ja hier oben auch wie so eine Gummischnur drin. Das haben wir jetzt simuliert mit einer Häkelschnur, die meine Mutter mir gehäkelt hat. Vielen Dank nochmal. Und unten. Gerne. Und unten diese Überkreuzdinger an der Tasche sind quasi aus dem gleichen Material. Bitteschön. Und die nähe ich jetzt fest. Ich mache ja eigentlich wirklich selten Cosplays, aber Vanellope ist so ein Charakter, mit dem kann ich mich tatsächlich ziemlich gut identifizieren. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen dem, was sie macht und was sie dann am Ende im Film macht, ich will gar nicht spoilern, dann würde ich das wahrscheinlich auch wählen. Und ich glaube, es wird bestimmt einen dritten Teil und ich bin sehr gespannt, was dann passiert. Passend zu den Haaren habe ich jetzt auch noch die hier geholt, weil sie hat ja dann wie so kleine Sträußel und Drops in den Haaren und ich würde aus den großen einfach kleine Sträußel ausschneiden und die kleinen einfach so raufkleben, weil an Haarnadeln finde ich, sieht das immer dumm aus, wenn man so kleine Fieselei-Dingis hat und davon hat man irgendwie ja ein paar Blätter, das kann man an mehrere Cosplays benutzen, die gibt es auch immer, das fand ich war eine gute Lösung
Und außerdem noch große hellbraune Kontaktlinsen, also Circle Lenses, damit ich ein bisschen größere Augen habe. Ist ja schließlich ein Disney-Film. Sie hat ja hinten am Pferdeschwanz dieses Gummi-Twist-Dingsy. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die gibt es in Deutschland nicht so richtig. Ich habe die mal mitgebracht bekommen aus Amerika, aber ich fand, die haben einfach nur nach Plastik geschmeckt. Naja, jedenfalls habe ich jetzt so halbdurchsichtiges Fimo gekauft und mische das mit einem Rot. Und ja, diese Spange, die ich dann einfach so da reinstecke, dann wird das gebacken. Dann kann ich mir das einfach so auf den Pferdeschwanz stecken. Ursprünglich wollte ich eigentlich die Hose anziehen, das abkleben und dann auf mein Bein malen mit Stofffarbe. Aber das ist halt irgendwie ein bisschen cheapo und dann ist mir eingefallen, ich könnte das ja auch einfach printen. So, nun habe ich diese Leggings aber schon fertig genäht. Heißt, ich muss jetzt die Beine wieder auftrennen, drucken, die Beine wieder zusammennähen und dann haben wir es endlich geschafft! Yeah! Endlich fertig! Auch diese Hose ist jetzt endlich fertig, man glaubt es nicht. Das war tatsächlich mit so das Aufwendigste, aber ich finde, es ist echt ganz cool geworden. Ja, das ganze Ding angezogen seht ihr wie immer auf meinem Instagram-Kanal nach der Buchmesse, weil Sophie und ich sind am Donnerstag da, ich bin auch am Freitag da. Also, falls noch irgendjemand von euch ein Ralf Reichts-Cosplay macht, hit me up! Ich würde gerne ein ganzes Gruppenfoto machen. Ja, ich glaube, das wäre sehr, sehr witzig. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren und die Süßigkeitenglocke zu bimmeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Trailer ist übrigens unten verlinkt. Und wer es noch nicht gesehen hat, ich war ja auch in London bei dem Wi-Fi Way. Also, ja, guckt euch das auch noch an, wenn ihr Bock habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!